Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Gasmaske der Teufelswut anzunehmen bei Wildfürst Antelavion im Schergrad. An dieser Position bzw. in diesem Gebiet, der kann auch hier patrouillieren, also hier so im Kreis um diesen Brunnen. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Vorquest war die geheimnisvolle Maske. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte euch auch helfen in BC Classic. Falls nicht, Beschwerden bitte in die Kommentare oder live auf Twitch. Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Da bin ich online Samstag und Sonntag ab 6 Uhr in der Früh und Dienstag und Donnerstag ab ca. 17.15 Uhr. So, gleich sollten wir im Questgebiet sein. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, man hat auch ein Quest-Item mitbekommen. Das darf man angeblich aufsetzen. Okay, ich mounte mal ab. Benutze es. Ich habe also Rechtsklick drauf gemacht und habe nun diese Maske auf. Ist auch hier als Buff. Gasmaske der Teufelsbrut. Und nun darf man sich hier durchkämpfen. Ich dachte, man kommt einfach so durch, wenn man die Maske auf hat. Seht ihr? Der redet. Aber der Buff verschwindet nicht. Okay, dann müssen wir uns durchkämpfen. Die Maske ist anscheinend bloß da, um die Quest abgeben zu können. Ich dachte, die tarnt uns vielleicht ein bisschen. Wäre toll gewesen. Aber nö. Soll nicht sein. Okay, ich kann hier durchlaufen. Oh, und dieser Mob sieht so aus, als ob er edit. Jawohl. Na gut, muss man umhauen. Ich habe es übrigens auch geschafft, auf YouTube die Kanalmitgliedschaft zu aktivieren. Falls es euch interessiert, einfach draufklicken. Gibt auch ein Infovideo, warum, wieso, weshalb. Falls es euch nicht interessiert, bitte ignorieren, keiner wird zu was gezwungen. Da bin ich auch schon. Patrouillen sind gerade keine unterwegs, wie es aussieht. Quest ist abzugeben bei Legionskommunikator in Schergrad an dieser Position. Und ich erwähne es nochmal, damit das Fragezeichen da ist, müsst ihr diese Maske anlegen. Also so wichtig als Equip. Und wenn ihr dann die Folgequest macht, nicht vergessen, euer normales Equip anzulegen. Nochmal so als Tipp. Also, hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, dürft ihr mir gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. In der Videobeschreibung findet ihr ja den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. It's okay, Ende.